Was würden wir nur ohne unsere Mütter machen? Sie beschützen dich, kochen dir was Leckeres und schenken dir eine Umarmung, wenn du sie brauchst. Die Mütter auf dieser Liste hier sind starke Frauen, die allerdings sehr unterschiedliche Charakterzüge aufweisen. Und ja, wir haben auch eine sehr grausame Mutter dabei. Auch Videospielhelden haben Mütter. Und die spannendsten haben wir für euch aufgelistet. Viel Spaß! Do what you can! Wenn dein Mann und deine Kinder übernatürlich starke Saiyajins sind, dann können sie ganz gut auf sich alleine aufpassen. Allerdings verbrennen Kämpfe gegen planetenzerstörende feindliche Monster auch viel Kalorien. Shishi hat in Dragon Ball Z Kakarot hauptsächlich die Aufgabe, massenweise an Essen auf den Tisch zu bringen. Wir kennen Shishi aus der Anime-Reihe und wissen, dass sie sonst nicht so sanftmütig ist. Eigentlich ist sie aufbrausend und befiehlt gerne. Und wir wissen, dass sie selbst eine grandiose Kämpferin ist. Ihr Platz in der Küche wird ihrem Charakter also nicht ganz gerecht. You're finally home! Huh? Mr. Mime! Das hier bringt uns immer wieder zum Lachen. Welche Mutter lässt ihren 10-Jährigen alleine die Welt bereisen, um Verbrecherbanden aufzuhalten und Tierkämpfe auszutragen? Die Mutter in allen Pokémon-Abenteuern. Sie scheint sich keinerlei Sorgen zu machen, gibt dir gute Wünsche und Ermahnungen mit auf den Weg, schmiert dir vielleicht noch eine Stulle, aber das war's dann auch. In jedem bisherigen Pokémon-Spiel der Hauptreihe beginnen die Spieler ihr Pokémon-Abenteuer damit, dass sie sich von ihrer Mutter verabschieden. Und Alabastia ist groß, also werdet ihr eure Mutter erstmal eine Zeit lang nicht sehen, das steht schon mal fest. Allerdings ist sie für uns der Fels in der Brandung, denn wir können stets nach Hause zurückkehren und sie schickt uns oft hilfreiche Gegenstände mit der Post, die zum Beispiel unsere Pokémon heilen können. Diese Mutter aus Pokémon ist uns immer noch ein Rätsel. Im Schneelevel Biberberg Bob von Super Mario 64 hat Nintendo eine ganz besonders herzerwärmende Mission für Mario eingebaut. Eine Pinguin-Mutter hat ihre Tochter verloren und sie bittet Mario um Hilfe, sie wiederzufinden. Natürlich gab es viele Spieler, die Spaß daran hatten, das Pinguin-Baby von der Klippe zu werfen. Wir glauben nicht, dass dahinter irgendeine böse Absicht gesteckt hat. Wir wollten doch nur mal schauen, was passiert, oder? Früher oder später wirst du dein gutes Herz beweisen und das Pinguin-Baby seiner Mutter zurückbringen. Sie belohnt dich mit einem wertvollen Powerstern. Die Liebe der Pinguinmutter zu ihrer Tochter zeigt sich nicht nur darin, dass sie sich freut, wenn ihr Kind zu ihr zurückgebracht wird, sondern auch darin, dass sie Mario wütend hinterherläuft, wenn er versucht, ihr die Tochter wieder wegzunehmen. The Barbaric, the beautiful, the most buxom sponsor of the history of Pandora! Wenn du an die typische Mama denkst, dann kommt dir vielleicht nicht als erstes eine heiße Granate wie Moxie in den Sinn. Moxie ist in Borderlands eine der bekanntesten Personen neben Handsome Jack und betreibt Underdomes, Kampfarenen und mehrere Bars. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, aber auch Mutter von Ellie und Scooter. Insgesamt hat Moxie sogar 4 Kinder, doch über die anderen 2 wissen wir nichts Näheres. Ellie meidet allerdings den Kontakt zu ihrer schillernden Mutter, da die mit Ellies Aussehen unzufrieden war und sie zu einem Ebenbild ihrer selbst machen wollte. Diese Geschichte tut uns weh, denn beide haben kein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis mehr. Ellie zieht es tatsächlich vor, auf einem Schrottplatz im tiefsten Banditenland zu hausen. Nicht bei allen mütterlichen Wesen, die dir Wärme, Schutz und Zuneigung zeigen, handelt es sich tatsächlich um Mütter. Toriel aus Undertale ist für uns eine Art Adoptivmutter. Das liegt an der besonderen Beziehung zwischen ihr und unserem kindlichen Hauptcharakter. Toriel ist der 2. Charakter, den wir im Spiel treffen und sie rettet uns vor Flowey und führt uns durch die Ruinen. Sie ist ein freundliches Bossmonster, das sich in den Kopf gesetzt hat, uns zu beschützen und zu betüddeln. Wir bekommen von ihr warmen Karamell-Zimtkuchen und sie bringt uns mit ihren Wortspielen und schlechten Witzen zum Lachen. Allerdings hat sie auch eine andere, rauere Seite. Sie möchte, dass wir bei ihr in den Ruinen bleiben und eine Zeit lang haben wir Angst, dort unten für immer gefangen zu sein. Nicht alle Mütter auf dieser Liste können als gute Mütter bezeichnet werden, aber Joyce aus Life is Strange hat dieses Etikett sehr wohl verdient. Die Beziehung zwischen Joyce und ihrer Tochter Chloe wird durch Chloes Drogenkonsum und ihre Verhaltensprobleme belastet. Dazu kommt noch, dass Chloes Vater gestorben ist und seiner Frau und Tochter keinen Halt mehr geben kann.
Trotz aller Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zeigt Joyce Chloe ihre ganze Liebe. Man merkt in jedem Gespräch, dass sie den eisernen Willen besitzt, alles zu tun, damit es im Leben der beiden Frauen wieder aufwärts geht. And his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Diese Mutter ist eine Ausnahme. Sie ist grausam, böse und absolut gefährlich. Die Story im Action-RPG-Shooter Binding of Isaac ist auch ganz schön hart. Isaacs Mutter hat ihre 7 Sinne nicht mehr ganz beisammen, wenn ihr wisst, was wir meinen, und glaubt, dass die Stimmen, die sie hört, ihr befehlen, ihren Sohn zu ermorden. Das ist harter Tobak. Du musst gegen sie antreten, und zwar in einem Bosskampf. Ihr fettes Bein trampelt in die Mitte des Raumes und droht dich zu zerquetschen. Sie kann dich aus allen 4 Türen heraus angreifen. Ihr Auge taucht ab und zu auf und glotzt zu dir herein. Diese Horrormutter ist eine absolute Ausnahme und wir dürfen sie in dieser Liste auf keinen Fall vergessen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Die schöne Welt, die ihr hier seht, stammt aus Ni no Kuni und weil das Spiel schon einige Jahre alt ist, spoilere ich ein wenig die Story. Olivers Mutter erleidet schon zu Beginn des Spiels einen Unfall und stirbt. Oliver bricht mit Hilfe von Tröpfchen in eine Parallelwelt auf, in der Hoffnung, seine Mutter doch noch retten zu können. Ellie, die Mutter von Oliver, ist also die treibende Kraft hinter dem gesamten Abenteuer. Magie und Zauber spielen in dieser anderen Welt eine große Rolle. Und im Lauf der Geschichte erfahren wir viel über das Leben der Mutter und ihre Bedeutung für die Welt. Ellie ist also trotz ihres Todes allgegenwärtig und scheint Oliver auf seinen Wegen zu beschützen. Die Story ist mal traurig und mal lustig und man merkt auch, dass Studio Ghibli mitgewirkt hat, die tiefgehende Storys ja mal echt drauf haben. Hier steckt die Mama sogar im Titel, aber sie tritt nie in Erscheinung. In Cooking Mama bist du ein Kind, das mit Hilfe und unter Anleitung von Mama das Kochen lernt. Pfannkuchen, Aufläufe, alles kein Problem. Sogar wie du eine Paprika schneidest, kriegst du hier beigebracht. Ja, es ist ein Spiel für Kinder, aber im Zwei-Spieler-Modus gegeneinander hast du echt was zu lachen, glaub mir. Diese Mama zeigt zwar nie ihr Gesicht, dafür lobt sie uns herzlich bei jedem Gericht, was wir zusammen gepanscht haben. So stellen wir uns Mutterliebe vor. Awesome! Good, good! Nearly finished! Excellent! Super Mario Galaxy ist ein simples Jump'n'Run-Game mit einer lustigen Story? Ja, schon, aber es gibt einen Strang in der Geschichte, der auch traurige Elemente beinhaltet. Die schöne Rosalina kümmert sich auf der Sternwarte um alle kleinen Sternkinder, die Luma. Sie bezeichnet sich selbst als ihre Adoptivmutter. Erst wenn wir im Märchenbuch blättern und mehr über Rosalina erfahren, lernen wir ihre traurige Vergangenheit kennen und den Grund für ihre Hingabe. Ihre eigene Mutter war gestorben und um Trost zu spenden und andere vor diesem Schicksal zu bewahren, sieht sie sich nun selbst als Mutter für diese kleinen Sterne. Aufgrund der Musik und der Aufmachung des Märchenbuchs könnt ihr hier schon mal ein Tränchen verdrücken. Es wird zwischendurch sehr emotional. Und das in einem Mario-Game. Das war unsere Liste mit den unterschiedlichsten Müttern in Videogames. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch andere einfallen, die wir vergessen haben. So, und jetzt holt euer Smartphone und ruft mal wieder eure Mom an, okay? Sagt liebe Grüße, habt ein gemütliches und schönes Wochenende und haltet euch warm bei diesem Wetter. Zieht euch einen Schal an, wie eure Mutter sagen würde. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!